Bastian schießt auf sich selbst. Also, da braucht man keine große Interpretationskünste, auch kein Psychiaterdiplom zu haben, um zu wissen, was das bedeuten soll. In dem Sinne, willkommen zurück zu The Evil Within und wahrscheinlich der zweitletzte Part. Denn es folgt das letzte Kapitel, ein paar Gegner noch und der große Showdown. Natürlich auch mit Credits, wie üblich. Aber sonst... Und ich sehe da schon jemanden, den ich gar nicht mag, dass sie vermisst wird. Vermisstes Mädchen. Vermisst. Kurze braune Haare, braune Augen, hört auf den Spitznamen. Julie. Julie irgendwas. Kit. Hört auf den Nicknamen Kit. Julie Kidman. Julie Kidman. Also wer das da nicht lesen kann auf dem Bildschirm. Haben wir noch einen Schlüssel bekommen? Mann, lauf doch nicht so lahm. Toll, weil der Castellanos mal wieder Blei in den Füßen hat, kann ich wieder nicht richtig gehen. Dann halt im Schneckentempo, wie auch sonst immer. Ne, ich kann wieder nichts drücken hier. Ja, das. Okay. Munition kann ich nehmen. Okay. Und wir haben noch einen Schlüssel. Gel? Genial. Mann, fällt es so schwer ein bisschen zu laufen hier. Echt jetzt. Lauf doch, bitte. Ein Fuß nach dem anderen. Und so geht's dann. Ach, jetzt ist noch die Tür zu. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Okay. Gut. Wenn ihr das so haben wollt. Ah, da ist noch eine Akte. Habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, das ist nicht eine Akte, das ist... Ich will doch... Mann! Ich drück doch das! Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler, Vieh. Vieh? PHI? Sie wissen, warum Sie hier sind? Castellanos, Detective Castellanos, weil sie ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir sie schon längst, aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug heraus. Wenn Sie so weiter trinken, wissen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr, aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Ja. Ich glaube, hier ist langsam einer ziemlich... Ja. Ich kann wieder rennen, das wollte ich ja. So. Wir machen uns wieder frisch. Was wollen wir denn? Kritischer Schaden wäre mal gar nicht so übel, ne? Nahkampf. Das setzen wir jetzt mal ein. Spritzenwirkung vielleicht. Was haben wir denn so mit den Waffen? Schadensduplikator, kritischer Schaden. Ich glaube, Spritzenwirkung haben wir zu wenig. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir hier noch sind. Oder das zweitletzte Mal. Okay, dann lassen wir das mal. Und speichern, ganz sicher. Speichern.
Leslie! Die alte Kapuze, Leslie! Was hat denn der Leslie so? Wir schauen's gleich mal an. Na? Speichern fertig? Ja, man kann den Endboss, das Finale schon fast riechen, ne? Okay, Leslie, ich komme. Was hast du denn? Wieso wechselt das eigentlich immer ab mit Klinik und normalem Gebäude? Ist es überhaupt ein normales Gebäude oder sind wir nur noch in der Klinik? Waren wir je woanders? Diese Fragen werden wir jetzt beantworten. Leslie, lauf doch nicht immer weg! Ah, Mann! So, was wollte ich ja? Leslie, bleib hier! Manometer, du nervst vielleicht. So ist ja so schnell. Voll logisch, ne? Voll logisch. Ich glaube, ich richte mich erstmal auf hier. Man weiß ja nie. Gut. Ich sehe was. Hier was. Gut, dann weiter. Auch nichts, auch nichts. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Jetzt läuft ja natürlich auch wieder langsam, ne? Voll logisch. Gelbe Fässer, blaue Türen, rote Fenster, nasse Gänge. Wieso ist alles nass? Und wieso ist plötzlich alles wieder verkohlt? Ah, toll. Ja, wenn der Controller vibriert, dann vibriert er. Nicht schlafen, Kassel, sonst stirbst du wieder dabei. Wenn ich das erste Mal, dass du durch Nichtigkeiten der gebäscht wirst. Da, immer hier draußen. Was glaubt uns doch kein Schwein. Und eine Kirche? Das Angesicht des Bösen. Hier warten noch etliche Gegner und Rubik. Hallo? Bist du endlich mal da? Nee. Aber hier sind Kisten. Die zerdeppen wir doch. Okay. Ja, kommt uns doch bekannt vor, oder? Déjà-vu, wer den ersten Park gesehen hat. Nur eine bessere Qualität. Aber dazu komme ich dann noch. Irgendwann. Kommt mir vor wie in einem Traum. Nee, man versucht ihm das Ziel zu erreichen und unendliche Gänge und immer wieder verschwindet es. Wenn ich das besser wüsste, würde ich sagen, der Castellanos, der träumt das alles nur. Oder hat es irgendwie ein Vorstellen, irgendwie. Ja, also ihr wisst ja, was ich meine. So im
Koma oder sowas ähnliches. Unendliche Gänge. Das Ziel immer wieder weg. Oder? Wieder raus hier. Aha. Kennt man, ne? Déjà-vu, on est eu. Leslie, alte Kapunke, was gibt's? Hab ich ja fast gedacht. Okay, das Spiel fängt wieder von vorne an, ne? Ja, warum nicht? Irgendwie wäre ich doch froh, wenn es irgendwann mal weitergeht. Euer Ernst? Unendlich? Okay, ich spiele mit. Übrigens, Leslie wird also irgendwie als 13-, 15-jähriger Junge vorgestellt. Und der ist doch 27 oder sowas, oder 22. Was ist hier? Hm. Mann, geh durch! Castellanos! So, das ist also gar nicht Rubik, es ist nur ein Abbild, das man die ganze Zeit sieht, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Dass das nur die Apparatur von Jimenez und seinen Leuten ist, dass Rubik das gar nicht selber ist, sondern dass Jimenez der Böse ist. Also wenn das so stimmt, wie ich es jetzt gesagt habe, dann würde mich das gar nicht verwundern. Aber ich weiß es nicht genau. Bist du in die Falle? Nö. Leuchtet so rot. Ich habe mittlerweile Respekt vor Dingen, die so rot leuchten. Okay. Solange keine Laura kommt und so, ist mir das ja recht. Na Mann, das gibt aber viele Etagen hier. Das ist ein hohes Gebäude, das so langsam geht und trotzdem so schnell. Okay. Okay. Die nachfolgenden Parts verschieben sich um einige Monate. Kumpel, was ist los?
hol dir keinen Spick rein und so. Barfuß. Schönes Türmchen. Gibt's hier irgendwas? Nö. Hat er was? Nö. Okay, ich bin hier. Aha. Schauen wir doch mal, was Neues gibt. Munition, Streichhölzer. Und vielleicht noch eine Datei. Vielleicht sowas in der Art. Ah, gleich so. Okay. Aber wir haben schon genug. Oder? 14.000. Meine Herren, du. Puh. Viel kann man nicht. Sprintauber. Sprintauber wäre dir gar nicht mal so übel. Gut, das reicht schon wieder. Speichern? Nein! Nicht neuer Speicherplatz. Alter gebrauchen. Ah. Ach Leute. Okay. Was ist hier so? Nix. Haben wir noch eine Spritze? Nö. Geht das auf hier? Nein. Ey, lass mich rein! Ja! Repariert mal die Tür! Na los, Sir! Lach doch nicht so kindisch! Passen Sie auf sein Auge auf! Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge! Okay, danke! Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Alle plemplem. Hä? Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Okay. Sie, der hat mir weise Tipps gegeben und ich kann nichts anderes sagen als Ruhe in Frieden und möge Gott deiner Seele gnädig sein. Was Nobleres als eine Bestattung kann ich mir da nicht vorstellen. Sie haben es verdient, wer immer auch Sie gewesen sein sollen. Und danke für die Tipps. So. Ich steuere nicht mehr, er steuert selber. Wo ist... Ach so, das sind... Hä? Sind... Ach so! Ich dachte, Rubik sei in uns. Ihr kann dein Hirn sehen. Das war klug. Aber jetzt haben wir dafür keine Laterne mehr, oder? Ich denke, Feuer gefällt dem Rubik gar nicht. Dann weißt du, mehr als einmal verbrennen kannst du eigentlich auch nicht, oder? Okay. Ich schau dir in die Augen, Kleiner. Auch wenn ich lieber in einer in die Augen sehe, aber
Es ist ein Spiel. Ich spiele mal mit. Na, du Glubschi, kann ich dich verletzen? Viel bringen tut's ja nicht. Ah, Zombies. Wer hätte gedacht? Spritzen. Werkzeug. Bolzen. Bolzen. Okay. Mann, lass das. Was gibt's das mit mir zu tun? Hab ich doch gesagt. So. Und der brennt jetzt. Kommt ihr auch mal her? Ich will euch was zeigen. Nämlich das hier. Also noch so herumschießen, wie du willst. Hey! Er schießt auf mich. Ach so. Ich sollte verduften. Na? Wie er da umherschießen? Er hat überhaupt geschossen, wer? Ich habe eh nicht geschossen. Nein! Pfui! Du schießt umher. Ich würde auch gerne mal... Wieso bist du jetzt im Weg? Lass mich das erklären. Ach Mann. Geh doch mal weg. Du nervst mich voll. Nein, das kannst du knicken. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Hörst du auf? Auf mich zu schießen. Wieso brennst du nicht, Schätzelein? Wieso brennst du nicht? Weil ich auch nichts treffe hier. Ja, fall nicht dumm, du dumme Kuh. Kommen sie auch gleich? Sehr gut. Streichhölzer gibt es hier keine mehr, oder? Munition vielleicht? Munition. Ein Rubik-Doppelgänger. Wo hat man denn das schon gesehen? Ich will da raus. Toll. Bin zwar geflohen, aber was soll's. So, wir sind wieder so weit. Vielen Dank. Du hast nicht gemerkt, das war zynisch gemeint. Ich bleib mal hier. Ne, ich gehe nach oben. So. Hallo. Keine Eile, ich bin noch den ganzen Tag hier. Einer von denen hat doch ein Gewehr. Aber welcher? Keiner. Doch! Die olle Schmalzbirne. Willst du bitte mal treffen, Kasti? Und tschüss mal. Und ihr, was wollt ihr? Wie wollt ihr sterben? Wie? Vielleicht ins Bein geschossen? Dann einfach angezündet. Hab gesagt, einfach angezündet. So. Da schießt wieder einer auf mich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein. Mann, Basti, lauf doch. Hey, ich komme zu dir, Schätzelein. Nein, ja nicht. Hätte dich nicht gesehen.
Jetzt renn, 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 renn und... Mann! Anzünden. Danke. Ja, ich hab dich auch gern, mein Schatz. Furchtbar lieb hab ich euch. Furchtbar lieb. Du hast eine Knarre? Ui, unschön. Und stirb. Dann halt so. Keine Streichhölzer mehr, kann das sein? Fies. Der Basti, der Basti. Keine Streichhölzer mehr, der Basti. Bastaboni, Toblerone. Ich sammle hier mal ein bisschen was auf. Und noch die Fettsäcke. Ich sammle trotzdem mal was auf hier. Kannst du mal raufgehen da? Ja, schaut um die Munition hier. Wow. Ein schönes Geglubsche hier. Okay. Naja. Streichhölzer, Munition. Okay. Sehr gern. Was gibt's hier so? Nicht viel. Also ich denke mal, ich muss euch die Rübe wegpusten. Mit was mache ich denn das am besten? Ich glaube, einfach ins Bein schießen. Das Bein auch noch treffen würde, wäre ja echt mal ein glücklicher Mensch. Mann, lass das! Pfui! Das macht man doch nicht. Ich treffe auch so viel. Na, endlich. Tot. Unser Essen ist immer tot. Wenn du nicht zielen kannst, kann ich nichts dafür. Autsch. Der feine Herr Rubik. Nein. Hatte diese Laura Hände. Hasse sie. Geh mir weg. Geh mir weg. Du gehst mir voll auf den Senkel, du. Stirb. Am besten stirb. Munition alle. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Erstmal hier Munition wieder aufsammeln. Dann nachladen. Besser bitte. Danke. Nachladen. Und rennen. Eine gute Kombination. Eine sehr gute Kombination. Ich will nicht die Munition vergeuden für die. Gar nicht. Ich hab dich zuerst eins in die Fresse gehaut. Lass mir das doch. Blöde Funzel. Böse. Gut, wenn ihr es nicht anders wollt. Nein, Moment, ich habe wieder Streichhölzer. Ich habe ja wieder Streichhölzer. Kinas. Könnt ihr nicht sehen, ohne ihr hinlatscht. So.
Hat sich jetzt erledigt. Eine kleine Spritze. So. Ich glaube, ihr habt es begriffen, oder? Haben wir noch mehr? Hallo? Von mir aus sind die Gegner jetzt gebasht. Kommen keine mehr? Bin ich ja froh. Auch irgendwo sind noch. Ein bisschen Munition. Ach so. Ach so, noch ganz eine Menge. Was willst du denn damit? Was willst du, Mann? Eieieiei, was habt ihr denn so alles so für schöne Waffen? Messer? Messer? Was noch? Zeig doch mal her, ich will sehen, was ich tun kann. Und die Armbrust. Nein, das kannst du gleich kriegen. Und du, renn doch auch mal gleich. Deinem Pistölchen. Ja, nichts für Frauen, die nicht damit umgehen können. Also nicht, dass Frauen allgemein nicht damit umgehen können. Ich meine das nicht so, ihr wisst, wie ich das meine. So, Munition. Neierei. Ihr vier. Der hat da was, was ich will. Der hat da was, was ich will. Komm, ich will dich alleine. Mann, gib mir auf. Die Pelle hier. Da ist er gut. Ja, genau dich will ich. Genau dich will ich. Und burn. Ich sagte. Ja, toll. Ihr seid so Arschfaxen. Nein! Du mit deiner blöden Heugabel verschwinde. Ich will doch nur den da. Hallo. Wo bleibt denn jetzt wieder hängen? Mann, oh Mann. Ja, ist ja gut. Ich glaub's dir. Jetzt fall um. Und jetzt brenn. Blöde Sau. Hey, habt ihr's bald? Komm ich einfach nirgendwo hin, so. Ich will den mit der Fackel. Ich will den mit der Fackel. Endlich. Du brennst jetzt erstmal. So. Kann ich die Fackel auch haben? Ich will die Fackel, ich will die Fackel. Blöde Sau! Bleib mir von der Pelle, ey. Ach, komm schon. Ich will doch nur die Fackel aufnehmen da. Ja, kommt ein bisschen weg hier. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Gut. Danke. Tehe. Hey. Keine Spritzen mehr, oder? Nö. Puh, ich bin ein hoffnungsloses Spielkind, bin ich einfach. Okay. Ihr seid alle eingeladen. Kommt ihr? Kommt. Alle sind eingeladen. Alle sind eingeladen. Weitersagen, weitersagen. Mann, Gasti! Lauf doch! Geh nach oben, du... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ein Schwein pfeift. Kommt ihr? Na los! Ja, kommt nur. Ja, ja. Ein nach dem anderen hier. So. Schön versammeln hier. Ganz gediegen. Okay, ist gut. Kommt jetzt mal nach unten und wenn alle mal auf einem Haufen seid, dann mache ich so. Okay. Da habe ich jetzt nicht so gerechnet, aber es ist gut. Komm, schieß, was das Zeug hält! Ja? Sehr gerne.
Basti kann natürlich wieder nicht rennen, ne? Okay, du nervst. Verschwind doch einfach. Bitte rauf! Ach, du bist so ein. Ach so. Tja, wer hätte das gedacht, ne? Erstmal behalte ich die Fackel für dich, du. Tjo, was machen wir denn mit dir? Autsch. Konzentration. Sag mal, spinnst du eigentlich? Doch hier nicht so herum. Schießen. Ja, dich wollte ich eigentlich auch. Kannst du mir mal eine Fackel ausleihen? Danke. Ja. Wo ist er denn? Da. Brauche ein bisschen Platz für dich. Am besten. Ah, ja. Genau. Da hoch. So, ich bin hier. Kommst du auch? Ich hab was für dich. Komm. Weißt du, was man macht, wenn man kalt hat? Man brennt. Da hast du noch überlebt. Tja, was machen wir denn, wenn du noch mehr kalt hast? Ich überlege mir was. Was haben wir denn für Bolzen? Gefrierbolzen. Wäre gar nicht mal so übel. Kommst du? Komm schon. Weil eigentlich will ich wieder da oben hin. Das ist das sicherste. So, ich bin hier. Was machst du so? Ohne Uso. Also komm. I'm ready. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn? Nicht allzu viel. Ich nehme die Explosiv, die normalen Bolzen hier. Okay. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Gut. Juckt den auch nicht so besonders. Aber dann wäre vielleicht... Schüsse aus der Schrotmuni gar nicht so verkehrt. Zwei Schüsse, toll. Nur nicht übertreiben, ne? Ah, wir haben noch einen Bolzen. Halleluja. Noch ein Elektrobolzen, genau. So einer. Also, kommst du nochmal? Hab was zu bereden mit dir. Na? Er ist ein guter Schlachter, Metzger? Der Kettensägenhorst. Und pfei. Gut. Und dann sag schön A. Und nochmal A. Hat's gereicht. Du bist ein ganzer Wilder, du. Heieiei. Blendbolzen, nützt das was? Ich gebe es ja wieder auf. Kann ich den am besten zusetzen. Komm her. Komm doch her. Oh,
der Kopfschuss. Tja, nicht mit mir, du. Nein. Was hab ich sonst noch? Nix. Ein normaler. Gut. Kommt er her? Da. Und wir gehen nochmal nach oben. Basti, willst du bitte raufklettern? Nein, schade. Da habe ich was gesehen. Was war's denn? Aha. Gut. Mal rauf. Mann, wenn der mir alles verpulvert hier, dann wird der nächste Gegner gar nicht mal so leicht. Okay. Ein Blend. Komm her. Nein. Das mache ich so. Gut. Kommst du? Schuss. Ja. Hat ihn ja fast gekitzelt, ne? Hat einen Blend. Ein Schüsschen. Zwei. Oh. Okay. Ist mir auch recht. Den habe ich noch genügend Schuss. Gut. Nur jetzt weiter. Ich will den nehmen. Danke. Was ist das? Spritze? Nehmen wir doch. Haben wir alles? Gut. Also dann. Man kann in den nächsten Raum. Ja, wo? Wo denn bitte schön? Wo? Wo? Hier? Da? Hier haben wir nicht. Hier nicht. Frag ich mich wo? Da hinten vielleicht? Muss ich das jetzt nachschauen? Hey, Munition, danke. Geht in den nächsten Areal. Ja, aber hallo, wo denn? Ah, da oben. Hab ich denn das nicht gesehen? Weil ich manchmal ein bisschen blind bin. Blind auf beiden Ohren. Oben. Nach oben. Die alles deaktivieren, heißt es. Und ich auch mal hier durch. Fallen deaktivieren, wo keine sind. Hey, lässt du das wohl? Wer hat denn das gepfeffert? Du willst nach vor mir hören, du Schwanz. Du Schwanz am anderen Ende des Zipfels. Ach, Kinders. Nicht, oder? Nicht wirklich. Solche Arschis. Okay, wo schießt ihr denn? Die schießen ja echt. Mehr. Zeig dich. Du nicht willst, ich will schon. Was das? Keine Spritzen mehr. Ihr Arschis. Also nur, dass ihr es wisst, wenn ich von Schwanz rede, meine ich den hinten, den man auch hat. Ob ihr es glaubt oder nicht. Alles seriös hier. Ich versuch's zumindest. So, und jetzt? Wie weiter? Hey! Wie so ein Arschi.
Mann, der hat mich voll die Energie weggedönert. Immer noch da. So, jetzt aber. Noch mehr. Ich habe keine Spritze mehr. Arg. Wenn noch einer trifft, bin ich Geschichte. Das werde ich einfach vermeiden. Eine Spritze, ein Königreich für eine Spritze. Nein, lass das. Woher schießen die Typen? Ach so. Das lässt du schon bleiben hier. Okay, sonst. Jetzt muss er natürlich wieder nachladen. Bereit? Gut. Das Sackgesicht. Wer so viel verlangt, da bist du Munition zu kriegen. Spritze. Eine Spritze vielleicht. Dann wisst ihr, eine Spritze am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ja. Danke, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Okay, dann wird die gleich mal benutzt. Geh doch auf. Was das? Jupp. Kommt her! Ich will Gitarren entsorgen. Fahnen entschärfen. Munition. Boah, das war knapp, du. Danke, vielen Dank für die Spritze. Ich denke mal, kaum habe ich den Schalter betätigt, geht der Spaß los. Okay, I am ready. Hallo, geht da rauf. Geht da rauf. Okay. De. So. Aus die Maus. Nikolaus. Sehr schön. Rüber, du Trottel! Hab genügend Munition, wer hätte gedacht? Nimm's doch! Eieiei! Hab genügend Munition, wer hätte es denn je geglaubt? Da sehe ich doch noch was. Ah, okay. Gut. So. Ihr zwei wollt also wissen. Dann wisst ihr es jetzt. Bock schnell die Guten. Was sucht dich denn da? Hier bin ich. Hier. Nein, hier bin ich. Edgy Badge. Hast du das? Wo sein? Auf den Trick falle ich doch nicht rein.
schön. Ja. Lass uns das wohl. Pfui. Aus. Gar nicht nett. Ich Angst hätte vor euch. Mann, wie haltet ihr denn aus? Heilige Toblerone nochmal. Nein. Autsch. Was das? Ist gar nicht nett, das. Wer stirbt denn zuerst? Habt ihr eine Wette abgeschlossen oder was? Nix. Das hat ja voll was gebracht. Ach, Kinas. Befreit dich doch! Und tschüss. Castellanos, habe ich dir schon mal erwähnt, dass du eine Vollpfeife bist? Nein, ganz sicher nicht. Du gehst mir nicht hoch. Na nee! Wirklich? Viel Glück! Wir wünschen uns viel Glück. Kommt ihr? Gebracht. Man weiß es nicht. Das sind ja zweite hier. Das ist zweite hin hier. Ah, da. Okay, was nützt das eigentlich? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß hier einfach mal ein bisschen was rum. Schieß mich hier ein Löli ab hier. Bin zwar gerannt, aber was soll's? Nein, das hast du vergessen. Das auch. Will doch nur die Munition hier. Da ist sie ja. Hello. Ach, du kannst es auch. Sind ich doch froh. Mann, die haben vielleicht Ausdauer. Das ist schon fast unfair. Eieiei, wie hält der denn aus? Ja, knall die rein an die Birne, genau. Würde ich ja auch empfehlen. Hallo. Castellanos, willst du bitte was Sinnvolles machen? Habe ich noch Spritze? Ja, toll!
Mann! Beweg deinen Arsch! Rauf, du Sau! Noch eine Spritze? Nö. Kommt ihr? Oh ja. Nein! Spinnst du? Killers! So. Also dürftet ihr mal gebasht sein. Alter, wie viel halten die aus? Ich darf keine Kuhhaut hier. Ja, genau. Okay, okay, okay. Vergiss es. Vergiss es einfach. Das nützt irgendwie nix. Das gefällt mir gar nicht. Mann, bleiben von der Kimme hier. Pfui. Pfui. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Kommt nur her, kommt nur her. Kommen die von da? Nö. Natürlich hat's nichts gebracht. Tötest du mich gleich? Jo. Ein hätten wir anscheinend, aber es hat wirklich, wirklich viel gebraucht. Gefühlte, weiß nicht wie viele Explosionsbolzen hier. Aber gut, ich spiele mit. Wo kommt er denn? Kommt er von da? Gut. Er ist ein bisschen wütend. Er ist ein bisschen wütend geworden. Danke dafür, Arschloch. Hey, hat das jetzt gebraucht. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr gar nicht, wie sicher gefühlte 20 Bolzen. Ich habe einen Explosionsbolzen nach dem anderen gemacht. Und wirklich, wirklich habe ich einen Bolzen nach dem anderen gemacht. Wirklich hier. Ihr wisst ja, wie es geht. Hab wirklich pro Werte gefühlte, ja, ich weiß nicht wie viele, x Bolzen hat es gebraucht. 20 vielleicht pro Werte. Und da wenn einer stirbt, gibt's hier Blutbad und man kann sich schlecht bewegen. Also mit Castellanos, den muss man gar nicht bewegen. Den muss man irgendwo hinstellen, wo er sich nicht bewegen muss. Denn wenn der sich mal bewegen muss, dann hast du verloren. Denn der entschärft die Fallen, ja, in Zeitlupentempo und alles. Also wirklich, das ist nicht mehr schön. Also der Castellanos, der wurde völlig falsch programmiert. Falls ich das noch nie erwähnt habe. Okay, ich denke mal, es folgt der Boss. Rubik. Das heißt, Leute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten und wahrscheinlich auch letzten Part. Bis dann und tschüss.